Hallo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist der 21. 5. 2020. Wir haben heute den Geburtstag meines Bruders vorgefeiert. Er hätte am 24. Geburtstag und mein Vater ist aber am Sonntag nicht zu Hause und daher haben wir heute mit der Familie gegrillt und heute Morgen war ich duschen. Ich war jetzt den ganzen Nachmittag draußen, nur kurz vor dem Computer. Und wir hatten Gäste, Freunde von meinem großen Bruder und jetzt am Abend sind meine Geschwister gekommen, haben Geschenke übergeben und schon mal gratuliert. Wir wollten das zwar eigentlich am Samstag machen, aber mein Vater hat sich dann doch entschieden, ihm sein Geschenk, also das von meinem Bruder, ihm schon heute zu geben, damit wir am Samstag nicht extra rübergehen müssen. Und am Sonntag hätte er sowieso erst Geburtstag. Also, ob man heute gratuliert oder am Samstag, ist dann egal, es ist sowieso vorzeitig. Und ich habe ihm von Rituals, von der Männerserie, so ein Duschpaket gekauft um 21 Euro. Das hat irrsinnig lange im Versand gebraucht, weil ich es bei Douglas bestellt habe, weil es bei Amazon ausverkauft war. Und er hat sich sehr darüber gefreut. Von mir gibt's immer nur kleine Geschenke, weil ich halt nicht so viel Geld auf einmal ausgebe für ein Geschenk, weil halt meine Familie ziemlich groß ist und Muttertag und Vatertag und so gibt's auch Geschenke und deswegen eher kleinere Sachen, günstigere Sachen. Aber dann wohl überlegt, außer diesen Muttertag. Heute ist Vatertag in Deutschland, bei uns noch nicht. Bei uns ist im Juni Vatertag. Ich glaube sogar an Ankes Geburtstag. Also Anke ist die Freundin von meinem Bruder. Am 6. Juni. Und da hat sie Geburtstag und ich glaube, da ist auch Vatertag. Aber ich weiß es nicht genau. In Deutschland ist er heute. Am Muttertag war vor eineinhalb Wochen. Österreichischer Muttertag. Ich bin schon ziemlich müde und habe mir heute noch weiter den Kopf darüber zerbrochen, wo ich jetzt meine Homepage anmelde und wie ich das mit den Zahlen mache. Und bin mir jetzt relativ sicher, dass ich bei Wix meine Homepage anmelde und meinen Blog, weil ich da halt schon ein Grundgerüst habe und auch einen Job einrichten kann. Und das kostet bei Jimdo noch mehr, wenn man einen Job dazu haben will. Und das ist halt ziemlich teuer und um die 180 Euro im Jahr kostet es bei Jimdo und bei Wix für die Grundversion. Und bei Wix habe ich halt den Job und den Blog dabei. Und bei Jimdo muss ich das dazu buchen. Und es kostet extra. Mir wäre eine kostenlose Variante natürlich auch lieber. Obwohl die vom Ranking im Google nicht so gut ist und nicht so leicht zu finden. Und ich habe halt die Namensauswahl bei Wix und Jimdo schon noch. Und ich überlege noch wegen Jimdo, weil die PayPal akzeptieren, ob ich es vielleicht doch dort mache. Aber ich bin mir nicht sicher, weil da das halt fast doppelt so teuer ist. Und ich weiß nicht, ob das
das passend ist, obwohl ich PayPal-Zahlung bevorziehe, weil es sicherer ist. Und das wäre jetzt mal nur für ein Jahr, aber ich muss mir dann das nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann auch hin und her rechnen, wann ich das anmelden kann, wann ich weniger Ausgaben habe und mir das leisten kann, dass ich das zahle. Und aber ich möchte auf jeden Fall wieder eine Website, Blog, weil ich ja die über 100 Einträge meines alten Blogs übernehmen möchte. Und es wäre schade, wenn das alles weg ist. Ich habe jetzt bei der Nönn Wohlfühlaktion mitgemacht. Das habe ich gestern am Abend kurz geschrieben. Und bei der MoMA habe ich auch einen Artikel eingereicht für Juni und muss dann für Juli noch einen schreiben. Und August und im September haben sie schon einen. Im September kann ich aussetzen, weil schon einer geplant ist und muss jetzt noch für die drei oder 2 Monate, für 2 Monate einen Artikel schreiben. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Ideen, über was ich schreiben könnte und muss mir darüber noch Gedanken machen, aber es sind trotzdem 50 Euro im Monat, die dazukommen und die nicht schaden können bei den Ausgaben, dass ein bisschen ein Puffer entsteht und das finde ich ganz wichtig und da möchte ich auch weitermachen. Aber da möchte ich mich demnächst mit Kerstin besprechen, ob ihr vielleicht ein paar Themen einfallen. Und dann werde ich zeitnah mehrere Artikel schreiben, die aber dann immer zum Einreichdatum abgeben und nicht mehrere auf einmal, weil da kommt immer ein Durcheinander bei raus. Ich dachte dieses Mal, dass ich noch einen Artikel gut habe, aber da die 4 Monate vorgeplant sind, hatte ich keinen mehr gut und musste mir jetzt innerhalb von 10 Tagen ein neues Artikelthema und einen kompletten Artikel überlegen. Es sind nur 2000 Zeichen mit Leerzeichen, aber das ist nicht viel, aber innerhalb von 10 Tagen fällt dir auch ein Thema ein und man kann das schreiben, aber es ist halt dann stressig und das möchte ich mir in Zukunft nicht antun, dass ich mich noch kurz vor knapp so abmühen muss mit einem Artikel. Obwohl ich den mit Claudia geschrieben habe und das war eine ganz gute Idee. Und Korrektur lesen tut ja immer mein Vater. Und der hat auch die Idee zu dem Artikel. Ich habe über Assistenz geschrieben. Und der kam auch ganz gut an und ja, aber zukünftig muss ich mir für die nächsten 2 bis 3 Artikel Themen überlegen, damit ich was zu schreiben habe und etwas vorbereiten, damit ich dann bei Abgabetermin keinen Stress habe. Außerdem muss ich mir einrechnen, dass ich, wenn ich krank bin, länger krank bin und dann nicht zum Schreiben komme und dann ein Stress entsteht, wenn nur noch wenige Tage bis zum Abgabetermin sind und ich dann vielleicht einen Monat ausfalle oder ja, und es gibt Leute, die sich extra wegen mir die MoMA holen, weil sie meine Artikel lesen wollen und die möchte ich halt auch nicht enttäuschen. Und deswegen möchte ich so oft wie möglich in die MoMA. Und da jedes Monat einen Artikel veröffentlichen. Aber das ist halt gesundheitsbedingt nicht immer möglich.
Wann kommt Claudia? Ich freue mich schon drauf. Ich weiß zwar noch immer nicht, was wir tun sollen, weil abgestaubt ist alles, der Rollstuhl ist geputzt und es gibt nicht wirklich viel zu tun. Davon ist Claudia immer noch irritiert, dass sie in dem Sinne mit mir spricht, aber das ist halt bei mir so. Und ja, ich muss mir halt noch was überlegen, aber ich mache mir da jetzt auch nicht den Riesenstress draus, mir Themen zu überlegen oder Aktionen zu überlegen, die ich mit Claudia machen kann. Sie muss sich daran gewöhnen, dass sie meistens mit mir verbal kommuniziert und nicht so viele Aktionen stattfinden. Außerdem darf ich erst im Juni wieder in Einkaufszentren und so. Und das sind nur noch ein paar Tage, aber die muss sie jetzt noch aushalten und dann können wir auch mal wegfahren oder so. Ja, und das ist einfach leichter und ich möchte mir da nicht stundenlang darüber den Kopf zerbrechen, was ich mit dir tue, damit dir nicht langweilig ist. Ich habe da sowieso einen ziemlich hohen Selbstanspruch und ich möchte das jetzt lockerer nehmen und sie wird das auch akzeptieren und hat mir auch gesagt, dass ich mir da keinen Stress machen muss. Und im Moment kann ich es halt nicht ändern. Im Winter ist es genauso, da kann ich nicht raus. Oder wenn es über 30 Grad hat draußen, kann ich auch nicht raus und oder vielleicht in ein Einkaufszentrum, das klimatisiert ist, aber da ist auch nicht so viel möglich wegen der Schubgefahr und im Winter wegen dem Krankwerden. Da muss sie sich halt dran gewöhnen, dass ich viel zu Hause hocke und viel nur rede und mich halt mit dem Computer beschäftige oder so. Und dass da nicht so viel Aktion möglich ist. Das, was möglich ist, mache ich eh. Und im Juni kommt auch wieder die Volkshilfe zweimal in der Woche. Wir fangen mal zweimal in der Woche an, dass ich den Rest der Zeit ausschlafen kann und dass ich mir mit dem Aufstehen nicht so schwer tue. Aber wir wollen dann schon wieder auf dreimal in der Woche umsteigen, wenn es wieder kühler wird. Und im Sommer kann ich ja auch draußen duschen, in der Gartentusche. Das machen wir oft. Und das machen auch meine Eltern. Und deswegen nur zweimal in der Woche von der Volkshilfe. Aber im Winter wird es halt dann wieder dreimal in der Woche. Wie das nächste Monat aussieht mit den Stunden für Claudia, weiß ich noch immer nicht, weil sich die Arbeitsstelle, wo sie Probearbeiten war, noch nicht gemeldet hatte, als sie das letzte Mal da war. Und ob sie jetzt bis Juni, die letzten Tage im Mai, noch einen zweiten Klienten dazu bekommt oder nicht, es steht halt auch in den Sternen. Und wenn sie dann wirklich 80 Stunden im Monat machen möchte, also 20 Stunden in der Woche sind 4 Tage in der Woche. Das ist schon mega viel. Aber ja, es wird eine unterbringen. Und das ist nur ein Monat so. Länger kann ich das eh nicht leisten, weil so viele Stunden habe ich nicht übrig. Aber zumindest bis Ende Juni, dass sie das so macht und dann
sich eine zweite Arbeitsstelle sucht und dass das vereinbarbar ist mit mir und einer anderen Arbeitsstelle oder einer anderen Assistenzstelle, so wie sie sich das vorstellt. Das ist halt im Moment schwierig, aber ich habe ihr das zugesagt und deswegen werden wir das auch so umsetzen. Gestern war ich auch schon alleine, das habe ich berichtet. Ich wollte, dass heute Sonja kommt, aber ich habe ihr zuerst abgesagt, weil ich mir gedacht habe, wenn meine Geschwister kommen, habe ich eh genug Beschäftigung. Dann habe ich mir überlegt, wenn sie doch kommt und am Samstag zu Hause bleibt, weil ich den Vortag schon alleine war. Aber da hatte sie dann schon was vor und deswegen war sie heute nicht da. Sie plant halt auch ihre Freizeit, so wie die Stunden eingehen und die Arbeitszeiten sind. Und dann kurzfristig noch was zu ändern, ist halt schwierig. Ja, mir war heute ziemlich langweilig, obwohl die ganze Zeit Besuch da war. Aber ich hatte halt nicht viel zu mitreden. Und ja, das war so ungefähr von meinem Tag. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wenn immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines.